Heute, was geht ab, Leuton hier? Heute werde ich wieder ein Pokémon auf Max pushen. Und zwar ist es mein viertes Mewtwo. Ich habe noch einen 98er gefangen. Jetzt habe ich 200er, 298er. Der wird Eisstrahl bekommen, weil Eisstrahl Mewtwo ist gar nicht so schlecht. Guter Eisangreifer. Und ja, das Video, das Highlight-Video, wo ich den fange, seht ihr erst, glaube ich, am Wochenende. Habe ich letztens im Stream gefangen. Da wurde ja mein zweiter X-Raid, zweiter Deoxys X-Raid abgesagt. Auf dem Weg dahin habe ich mich noch für einen Doppel-Mewtwo-Raid angemeldet. Ja, und als Entschädigung, kleine Entschädigung, habe ich den eben bekommen. Und natürlich immer, wenn wir ein Pokémon pushen, habe ich eine Box am Start. Diesmal von Woodbox. Shoutout an die. Link ist unten in der Beschreibung. Wie immer haben die mich ausgestattet mit der Box. Jeden Monat zu einem bestimmten Thema. Meistens ist es so Gaming, Geek, Nerd-Stuff. Was passend dazu ist, weil ich bin dieses Wochenende auf der MAG 2018 Anime, Manga, Nerd, Gaming, Geek Convention. Und mal schauen, was da so geht. Niantic ist da auch Partner und ja, schauen wir mal. Denke, ich hoffe auf ein paar Buchstaben. Aber wenn ihr wissen wollt, was da abgeht, folgt mir auf Instagram. Ansonsten hoffe ich, dass ich da coole Videos drehen kann. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Ich glaube, die haben auch einen Code für mich. Falls ihr Interesse an der Box habt, checkt den Code ab. So. Haben wir die Anleitung. Die brauchen wir nicht. Chucky. Okay. Okay. Thema 4. Hier steht's. Oktober 2018, 4. Ein Pin. Der kommt direkt in meine Pinsammlung. Ein Zuschauer hat vorgeschlagen, dass ich mir so ein Korkbrett hole, wo ich dann die ganzen Pins anpin. Das war echt eine gute Idee. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Schaut an dich. Du weißt, wer du bist. Ich habe leider deinen Namen nicht parat. I want to play a game. Saw. Auch ein großer Fan der Saw-Geier bin ich auf jeden Fall. Ein Saw-T-Shirt. Alles klar. Vielen Dank. Dann, was haben wir denn hier? Ich nehme mal an Schad. Und zwar ist hier Marvel. Ich denke, es ist ein Venom. So. Und ja, es ist ein Schad. Checken wir gleich mal ab. So. Und als letztes haben wir noch eine Pennywise Popfigur. Also ich habe nie Probleme mit Clowns, aber ich kenne viele, die haben echt große Leiden, was Clowns betrifft. Und das war's auch schon. Wie gesagt, Shoutout und danke an Woodbox für diese Box. Ich bin wie gesagt auf dem Mac und jetzt pushen wir noch mein viertes Mewtwo auf Max. So, Zeit zum Pushen. Wieder mal. Alter, wir haben echt nicht mehr so viel Staub. Ihr könnt sie sehen, ich habe auch noch einen 96er gefangen. 15 Angriff. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem mache. Erstmal ein paar Items hier verwenden. Ice Beam, okay. Und Fast Jam. Okay. So. Da haben wir ihn. IV-Check für euch. Bester Satz natürlich. KP und Angriff. 15. Los geht's. Ah, ich habe gar nicht genug Bonbons. Moment. Items. So. 248 Bonbons braucht ihr. Bam, los geht's. Power up. Wir haben immer noch kein Deoxys gepusht, offensichtlich. Was heißt immer noch, ich habe erst einen. Überraschenderweise die Community, hat dagegen entschieden, was mich überrascht hat. Ich dachte, ihr wollt direkt sehen, wie ich den auf Max pushe. Aber sehr vernünftig, wollten alle, dass ich warte, bis ich einen guten bekomme. Und laut meinem Plan habe ich auch schon ein Video gemacht, wo ich darüber rede, was ein guter ist und wann man eigentlich einen pushen sollte. Muss ich mir selber noch überlegen, weil ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch mit Mewtwo momentan aussieht. Wir haben ja ungefähr Halbzeit, sage ich mal, was Mewtwo angeht. Viele 100 habe ich gesehen, sind am Start, eine Menge 98er. Auch mehrere jetzt mit 2, wahrscheinlich auch 3, 4 100er Mewtwo. Und ja. Ob ich meinen dritten noch bekomme, ist fragwürdig, aber selbst wenn, das jetzt bedeutet mir nicht mehr so viel, wie als wäre es ein dritter X-Rate 100er Mewtwo gewesen, natürlich. Worauf wollte ich hinaus? Irgendwas wollte ich noch sagen. Pushen wir erstmal ein bisschen, vielleicht fällt es mir dann wieder ein. So. Alter, jetzt habe ich es echt verplant. Was wollte ich sagen? Irgendwas hatte ich noch im Kopf.
pushen, Mewtwo. Ah, ja, 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 ja. Jetzt weiß ich es wieder. Huh. Zum Glück. Und zwar, das ist mein vierter jetzt. Und wie gesagt, wir haben den 96er in Reserve. Und wir haben jetzt viele Raids gemacht. Nicht übertrieben viele wie andere. Aber ihr dürft nicht vergessen, erstens, das ist ein Marathon. Und die Leute sprinten und sprinten und machen so viele Mewtwo Raids. Zweitens, und das dürft ihr auch nicht vergessen, Mewtwo gibt es noch nicht Shiny. Das heißt, der wird nochmal kommen als Shiny-Variante. Also wenn ihr jetzt so viele Mewtwos macht, selbst wenn ihr jetzt 600 habt und dann, okay, das wäre übertrieben, das wäre krass, Glückwunsch, falls ihr das habt, da kommt ihr doch irgendwann mal als Shiny. Und davon wollt ihr ja auch viele machen. Deswegen übertreibt es diesmal nicht. Übertreibt es wirklich nicht. Ich sehe Leute, die übertreiben es. Beruhigt euch ein bisschen. Drückt auf die Bremse. Der wird nochmal kommen als Shiny. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich nicht so allzu viele mache. Ich mache schon viele, aber nicht so übertrieben viele. Der zweite Grund ist, ich habe keinen Bock, so viele zu machen. Aber übertreibt es nicht, Leute. Der wird nochmal kommen als Shiny. Und da wollt ihr ja natürlich auch eine Menge machen. Das ist mir nur so aufgefallen. Die Leute übertreiben. Ja, Mewtwo ist geil, Mewtwo ist krass. Klar macht man den gerne. Aber Leute, übertreibt es nicht, Mann. Ich habe gerade echt übertrieben. Oft übertreiben gesagt. Aber egal. Mewtwo Nummer 4. Also, rein theoretisch, 6 wäre mein Limit. Ich würde niemals mehr als 6 pushen. Wobei selbst 6 schon krass sind. Das ist mein vierter. So. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, 6 Spukball Mewtwo, 6 Psycho Mewtwo und dann 6 Eis Mewtwo. Das sind dann einfach 18. Klar gibt es solche Freaks auch, aber wie gesagt, übertreibt es nicht, Leute. So. Und der knackt jetzt auch die Top 12. Viele im Stream fragen immer, Hong, zeig mal deine Top-Pokémon und so. Und ich immer so, Leute, da hat sich nichts geändert. Aber jetzt hat sich mal wieder was geändert. Ein neues Mewtwo ist dazugekommen. So. Bam. 3972. Puh. So. Zeige ich euch mal. Nummer 4. Also da kommt noch ein Groudon. Und dann war es das erstmal. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch aussieht mit Mewtwo. Und ob ihr es auch strategisch angeht oder übertreibt. Weil, wie gesagt, es wird Mewtwo nochmal geben als Shiny. Also übertreibt sich, Leute. Kleiner Tipp von mir, aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram. Mal schauen, was da so auf der Mac geht. Folgt mir auf Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious Business.